Hallo und herzlich willkommen zum FDD-Thema am Dienstag. Wer in einem Atomkraftwerk arbeitet, muss zahlreiche Kontrollen durchlaufen und Sicherheitsvorkehrungen beachten. Strahlenüberwachung ist Routine. Doch welches Risiko besteht außerhalb der Anlagen und welche Folgen kann es haben, nahe eines AKW zu leben? Das Kinderkrebsregister in Mainz hat dazu eine Langzeitstudie veröffentlicht und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es für Kinder in der Nähe von Atomkraftwerken ein höheres Krebsrisiko gibt. Zwei Aufgaben leite ich aus dieser Studie ab. Erstens, die Forschung zu intensivieren, denn es sind noch nicht alle kausalen Zusammenhänge bis ins Letzte aufgeklärt. Und zweitens, eine klare Absage zu erteilen an diejenigen, die jetzt Atomkraftwerke länger laufen lassen wollen. Denn wer unter diesen Voraussetzungen sowas fordert, handelt völlig verantwortungslos. Sie sehen, die Studie birgt Zündstoff und sorgt für Diskussionen. Zweifel an der Untersuchung hat jüngst der Vorsitzende der Strahlenschutzkommission, Wolfgang Ulrich Müller, geäußert. Es sei nicht nachgewiesen, dass in der Umgebung von Atomkraftwerken eine erhöhte Leukämierate zu erwarten ist. Es wäre weltweit das erste Mal, dass Krebsfolgen in einem solch extremen Niedrigdosisbereich nachgewiesen würden, wird der Strahlenbiologe zitiert. Die Strahlung sei nicht automatisch in der direkten Nähe zu einem AKW am höchsten, sondern abhängig von Wetter, Vegetation und Hügeln. Dies zu erheben wäre aber ein enormer Aufwand. Das macht den Weg frei für eine neue Studie, die bestimmt auch wieder heiß diskutiert wird. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen um 12. Auf Wiedersehen.